Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Format. Ich habe mir gedacht, ich stelle euch heute mal die Buchreihen vor, die ich angefangen habe. Quasi nicht weitergelesene Buchreihen, obwohl die schon abgeschlossen sind oder obwohl die Folgebände schon auf dem Markt sind. Ich habe euch jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buchreihen vorbereitet. Ich glaube, mehr habe ich auch nicht ungelesen in meinem Regal. Beziehungsweise doch, ich habe noch mehr angefangene Buchreihen in meinem Regal, aber da sind die Folgebände noch nicht erschienen. Sprich, da habe ich Band 1 und 2 da stehen, aber Band 3 erscheint erst im Laufe des Jahres oder ist vielleicht sogar noch nicht mal geschrieben. Darunter zähle ich zum Beispiel so Sachen wie Crescent City oder jetzt Aurora, die Aurora-Reihe. Da kommt ja jetzt Ende August erst der finale Band. Die habe ich euch jetzt natürlich nicht dazu gepackt, sondern wirklich nur Reihen, die ich angefangen habe und die ich noch nicht beendet habe, obwohl ich es könnte. Fangen wir an mit dem ersten Buch. Ganz aktuell, Wen der Rabe ruft, beziehungsweise die Raven Boys Reihe von Mackie Stiefvater. Ganz aktuell, weil ich Band 1 und 2 jetzt im Juli gelesen habe. Ich habe das Buch halt im Buddy Read mit zwei anderen Mädels gelesen und wir haben überlegt, wie wir das Buch beschreiben wollen würden, wenn man uns fragt. Und ich habe dann nur gesagt, ich würde sagen, es ist etwas verwirrend und es passiert super viel, obwohl nichts passiert. Oder obwohl nicht viel passiert. So würde ich das Buch beschreiben. Ich würde sagen, ich lese euch jetzt auch einfach den Klappentext zu Band 1 vor. Das ist nämlich dieser hier. Und der zweite heißt, Wer die Lilie träumt. Und der andere heißt irgendwas mit Spiegeln. Und der andere, ich weiß es nicht mehr. Die Namen sind ganz verwirrend. Ich habe auch bisher nur Band 3 noch hier liegen. Den fangen wir jetzt auch am Montag an zu lesen. Weil, ich habe den vierten noch nicht gekauft, weil er bei Rebuy nicht verfügbar war. Und ich habe sie mir halt gebraucht gekauft, obwohl ich davon ausgehe, dass sie ungelesen sind. Aber ja, ich erzähle euch jetzt, um was es in der Reihe überhaupt geht. Oder jetzt in Band 1. Jedes Jahr im April empfängt Plu die Seelen derer, die bald sterben werden, auf dem verwitterten Kirchhof außerhalb ihrer Stadt. Bisher konnte sie nur spüren, nie sehen, bis in diesem Jahr plötzlich der Geist eines Jungen aus dem Dunkel auftaucht. Sein Name lautet Gensei und dass Plu ihn sieht, bedeutet, dass sie der Grund für seinen nahen Tod sein wird. Seit Plu sich erinnern kann, lebt sie mit der Weissagung, dass sie ihre wahre Liebe durch einen Kuss töten wird. Ist damit etwa Gensei gemeint? Ja, ich finde die Reihe richtig cool. Es sind halt vier Jungs, um die es geht, also die Raven Boys. Es geht um eine verrückte Familie von Wahrsagern, in der Plu aufgewachsen ist. Und es sind so viele unvorhergesehene Dinge, die da passieren. Es ist einfach eine ganz, ganz spezielle Reihe und ich glaube, entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Die nächste Reihe, die unbeendet in meinem Regal steht, ist die Lady of the Wicked Reihe. Da gibt es auch nur noch einen zweiten Band und ich glaube, es bleibt auch bei einem zweiten Band, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das hier ist wie gesagt der erste, das Herz der Hexe. Und den habe ich zusammen mit der Nella gelesen, weil wir ja beide so auf Hexengeschichten stehen. Aber wir waren beide so nach dem Lesen. Sollen wir direkt weitermachen? Warte mal, wir lesen erstmal Throne of Glass. Also so wichtig war es uns jetzt nicht, dass wir hier weiterlesen in der Geschichte. Sie war zwar teilweise spannend und man hat auch super viele Fragezeichen am Ende des Buches noch im Kopf und die Fragezeichen würde ich auch gerne aufgelöst haben, aber ich bin tatsächlich im Überlegen, ob es mir nicht sogar reicht, wenn mir jemand einfach sagt, wie es ausgeht. Wobei das Cover von Band 2 auch super schön ist. Das ist nämlich komplett in Lila gehalten und ich bin ja so ein kleiner Lila-Fan. Aber ja, jetzt habe ich gegen die Kamera getreten.
Ich erzähle euch mal, um was es geht. Es ist eigentlich schon recht interessant, gerade wenn man auf Hexengeschichten steht, aber die Umsetzung für mich eher so semi. Zwei Verdammte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein Fluch, der ihre Schicksale verbindet. Darcia Bonnet will zur Herrin der Wicked werden, der finsteren Hexenseelen, finstersten Hexenseelen, um mit deren Macht ihre Schwester aus dem Jenseits zurückzuholen. Doch dazu muss sie 13 Hexen töten. Während Darcia in den verwinkelten Straßen von New Orleans die unerbittliche Jagd eröffnet, kommt ihr Valens Marquis in die Quere, auf dem ein grausamer Fluch lastet. Darcia könnte seine letzte Hoffnung sein. Die beiden Verdammten schließen einen Pakt und müssen erkennen, dass ihre Schicksale nun auf Gedeih und Verderb miteinander verknüpft sind. Von der nächsten Reihe, die ich euch zeigen möchte, habe ich leider nur Band 2 vor Ort. Band 1 habe ich nämlich damals als E-Book gelesen und Band 2 dann als Print. Es wird auch noch als Print bei mir einziehen, aber dadurch, dass ich es halt schon gelesen habe, ist die Priorität nicht mehr ganz so hoch, es sofort zu kaufen. Die Drachenhexe hat mittlerweile auch den 3. finalen Band und ja, ich könnte sie beenden, wenn ich denn wollte. Eine meiner offenen Reihen, die beendet werden möchte. Und ich bin ja auch im Blogger-Team von Jessie. Und finde, dass, das habe ich glaube ich 50 Mal und gesagt, und finde, dass das Buch eine, oder dass die Reihe eine ganz besondere Reihe ist. Und das sage ich nicht, weil ich im Blogger-Team bin, sondern weil ich es wirklich so empfinde. Jessie hat einen ganz, ganz speziellen Schreibstil. Ich glaube, es ist bei ihr auch einfach so, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich mag ihn sehr. Und ich sage immer zu ihr, du bist meine kleine Drachenhexe. Weil sie mal ein Foto gepostet hat, das bearbeitet war von sich selbst mit Drachenflügeln und ich glaube mit Feuer in der Hand oder so. Sie wollte halt Freya, die Protagonistin aus Die Drachenhexe, darstellen. Und seit dem Tag habe ich, wenn ich an Freya gedacht habe, immer das Gesicht von Jessie im Kopf. Und ja, deshalb sage ich immer, du bist für mich die Drachenhexe. Und das finde ich irgendwie ist auch schön, wenn man so mit seinem eigenen Charakter verbunden wird. Ja, um was geht es in Die Drachenhexe? Natürlich lese ich euch jetzt nicht den Klappentext von Band 2 vor, sondern ich werde euch den Klappentext zu Band 1 vorlesen. Einst belegte eine mächtige Hexe Prinzessin Freya mit einem Fluch. Dieser war so abscheulich, dass sie zu einem wahren Monster ohne Gewissen heranwuchs, während dämonische Kräfte in ihr erwachten. Sie stürzte ihre Eltern vom Thron und ummantelte ihr Königreich mit ewiger Dunkelheit, in die kein Außenstehender mehr einen Fuß zu setzen wagte. Erst als mit Lucien ein Engel geboren wird, schöpfen die fünf Lande wieder Hoffnung. Denn seine Aufgabe soll es sein, die dunkle Königin nach einem Jahrhundert ihrer Herrschaft zu vernichten und dem Verderben ein Ende zu setzen. Doch als Licht und Schatten aufeinandertreffen, merkt Lucien, dass da noch ein Funken der guten Prinzessin in Freya verborgen zu sein scheint. Und er begeht einen verhängnisvollen Fehler. Er zögert. Ja, wie gesagt, kann die Reihe nur wärmstens empfehlen, wenn man auf Fantasy steht. Die nächste Reihe habe ich tatsächlich auch erst im Juni diesen Jahres begonnen. Und zwar ist das die Emberfall-Reihe von Bridget Camera. Ein Fluch so ewig und kalt ist der erste Band. Und tatsächlich habe ich Band 2 und Band 3 auch noch gar nicht bei mir vor Ort im Regal stehen. Also die stehen auch noch auf meiner Amazon-Wunschliste und ja, werde ich mir wohl jetzt gegen Herbst zu Gemüte führen, dann ist die Geschichte noch präsent in meinem Kopf und ich kann meiner herbstlichen Fantasy-Passion frönen, nennen wir es einfach mal so. Mir hat der erste Band auch sehr, sehr gut gefallen, das habe ich auch im Lesemonat Juni schon erwähnt, warum das so war und ja, ich erzähle euch jetzt einfach, um was es geht. Ren, der junge Herrscher von Emberfall, ist reich und schön und einem furchtbaren Fluch unterworfen. Nur ein Mädchen, das ihn aufrichtig liebt, kann ihn erlösen, sonst muss es sterben. Dann fällt Rens Wahl ausgerechnet auf Harper, die in den dunkelsten Ecken Washingtons zu Hause ist und auf keinen Märchenprinzen gewartet hat. Ren lässt sie in sein Schloss entführen, von dem Harper sofort zu fliehen versucht. Nach großer Liebe sieht das nicht aus, bis Harper den wahren Ren erkennt und sein tödliches Geheimnis erfährt. Doch ist sie stark genug, ihn zu erlösen? Halt so eine Beauty and the Beast
Neuauflage, würde ich behaupten. Als nächstes kommt mal wieder eine Dilogie. Beyond Eternity, der Schwur der Göttin, ist der Reihenauftakt. Der zweite Band ist mittlerweile auch schon erschienen, im Laufe des Frühjahrs, glaube ich. Und ich habe die Geschichte, ich glaube, Anfang des Jahres gelesen, wenn ich mich nicht täusche. Oder habe ich sie letztes Jahr gelesen? Ich muss gerade gucken, wann das Buch erschienen ist. Ich bin nämlich gerade total unsicher. Ah nein, 2021 ist es erschienen. Also habe ich es letztes Jahr gelesen. Ich habe es nämlich relativ zeitnah zum Release gekauft. Das weiß ich noch. Da war ich nämlich bei uns hier unten in der kleinen Buchhandlung. Und da hat es gelegen und irgendwie hat mich das Cover sofort angesprochen. Und das zweite, das spricht mich fast noch mehr an, obwohl ich nicht so der Rosa-Typ bin. Heute voll in Rosa. Aber normalerweise bin ich nicht so der Rosa-Typ. Und das Cover ist aber rosa. Da ist auch so eine Göttin drauf, die ein rosa Kleid trägt und rosa Haare hat. Und es ist einfach wunderschön. Allein nur für das schöne Buch im Regal zu haben, lohnt sich schon zu kaufen. Ich sag's euch. Nein, aber der Klappentext hat mich damals auch überzeugt. Deshalb habe ich es auch gekauft, weil ich gesagt habe, ich darf nicht immer nur Bücher nach dem Cover kaufen. Punkt. Ja, ich erzähle euch jetzt, um was es geht. Und dann wisst ihr auch, warum ich es gekauft habe. Die vier Götter verbieten eure Liebe, doch dein Herz kennt keine Regeln. Jupiter, Mars, Minerva, Venus, die alten römischen Gottheiten spielten in Laylas Leben bisher überhaupt keine Rolle. Doch das ändert sich, als sie einen furchtbaren Autounfall hat und ihn auf unerklärliche Weise unverletzt überlebt. Als kurz darauf die zwei mysteriösen Typen Philemon und Syrian an Laylas Schule auftauchen, spürt sie, dass die beiden etwas verbergen. Und auch in ihr selbst ein Geheimnis erwacht. Besonders zu dem unnahbaren Syrian fühlt Nyla sich auf eine fast magische Weise hingezogen. Doch ihre Gefühle haben keine Zukunft, denn ihre Liebe würde Nyla in Lebensgefahr bringen. Fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Jugendbuch. Die nächste Reihe ist auch im Jugendbuch-Fantasy einzuordnen, würde ich behaupten. Ich spreche nämlich von der Obsidian-Reihe von Jennifer L. Armentrout. Ich habe Band 1 und 2 bestimmt schon seit 3-4 Jahren auf dem Sub liegen gehabt. Das habe ich irgendwann zu Beginn meiner YouTube-Karriere gekauft bei Rebuy, bei einem Rebuy-Haul. Da gibt es auch ein Video dazu irgendwo. Wenn ich dran denke, verlinke ich es euch. Ist schon eine Weile her. Also es war, glaube ich, wirklich 2018 oder so. Und die Bücher sind ja noch älter. Ich weiß nicht genau, wann sie erschienen sind. 2012 ist dieses Buch schon erschienen. Also ich habe es wirklich schon sehr, sehr spät auch gekauft. Und dann lag es hier rum. Und irgendwann im Laufe, ich glaube auch des letzten Jahres oder diesen Jahres, hat es bei einem Subvoting gewonnen. Ich habe es dann gelesen und habe dann im Anschluss direkt Band 2 auch gelesen. Und habe mir jetzt ganz aktuell auch Band 3 gekauft, weil ich die Reihe unbedingt weiterlesen möchte. Mittlerweile gibt es, glaube ich, schon einen vierten und fünften Band. Und dann gibt es irgendwie noch so eine abgekoppelte Serie. Ich blicke da noch nicht so ganz durch, aber wenn es jemand von euch weiß, darf es mir gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall hat mich die Reihe überzeugt, sonst hätte ich nicht direkt im Anschluss Band 2 gelesen. Aber ich möchte sie tatsächlich jetzt auch mal zeitnah beenden. Sonst hätte ich mir ja jetzt nicht gerade aktuell Band 3 gekauft. Ja, es geht nämlich auch um eine Buchbloggerin. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und ich glaube, deshalb habe ich es damals auch gekauft. Als die 17-jährige Katie Swartz vom sonnigen Florida ins graue West Virginia ziehen muss, ist sie alles andere als begeistert. In ihrem winzigen neuen Wohnort kommt sie in den ersten Tagen nicht einmal ins Internet, was für die leidenschaftliche Buchbloggerin eine Katastrophe ist. Nur mit Mühe lässt sie sich dazu überreden, bei ihrem Nachbarn zu klingeln, um neue Freunde zu finden und lernt so den atemberaubend gut aussehenden, aber bodenlos unfreundlichen Damon Black kennen. Was Katie jedoch nicht weiß, ist, dass genau der Junge, dem sie von nun an am meisten aus dem Weg zu gehen versucht, ihr Schicksal bereits verändert hat. Richtig, richtig schöne Jugendbuchreihe. Von Hardcore-Jugendbuch zu Hardcore-Brutal, die Elfenkrone bzw. die Elfenkronenreihe von Holly Black. Die habe ich zusammen in einer relativ großen Leserunde auf Instagram gelesen.
Und fand sie auch echt gut. Also den Reihenauftakt fand ich echt gut. Ich bin ja ein Fan davon, wenn es auch mal brutal wird. Auch wenn ich absoluter Angsthase bin, was Horrorfilme so angeht. Aber blutig darf es sein. Oder metzelig gibt es das Wort, wenn viel gemetzelt wird. Ja, die Elfenkrone ist eine Trilogie. Und ich habe auch mit einer aus der Leserunde damals abgemacht, weil wir dann Band 2 nicht mehr lesen konnten, weil wir gerade in dem Moment keine Zeit dafür hatten, aber die Leserunde in der Gruppe weiterging. Deshalb haben wir gesagt, wir lesen sie dann irgendwann mal zusammen fertig, die Reihe. Und ja, wir haben einfach noch keinen Termin gefunden, um das zu tun. Es lag wirklich nicht am Wollen, sondern eher an der Zeit oder beziehungsweise daran, gemeinsam Zeit zu finden, sage ich es einfach mal. Ja, um was geht's in der Elfenkronenreihe? Jude ist 7, als ihre Eltern ermordet werden und sie und ihre Schwestern an den Hof des Elfenkönigs verschleppt werden. 10 Jahre später hat sie nur noch ein Ziel vor Augen, dazuzugehören um jeden Preis. Doch die meisten Elfen verachten Sterbliche wie sie. Ihr erbittertster Widersacher, Prinz Kaaden, der jüngste und unberechenbarste Sohn des Elfenkönigs. Wenn Jude am Hof überleben will, muss sie ihm mit aller Macht die Stirn bieten. Last but not least kommen wir zur letzten offenen Reihe in meinem Regal. Isara, das ewige Feuer, ist der erste Teil der Isara-Reihe. Mittlerweile gibt es davon 4 Stück und noch einen Zusatzband, der Belial heißt, über einen Charakter aus dem Buch, der Belial heißt. Macht das Sinn? Ja, es macht Sinn. Ja, in Isara bin ich, oder bei Isara bin ich gerade. Stand heute mit Band 2 durch, schon eine Weile eigentlich. Und wir wollen schon die ganze Zeit weiterlesen. Ich lese es nämlich mit 2 Freundinnen zusammen und irgendwie lesen wir ständig andere Bücher, gemeinsam auch. Aber das hier schaffen wir irgendwie nicht. Ja, ich muss es mal nochmal ansprechen. Wir vergessen es aber auch ständig. Ja, Band 3 habe ich tatsächlich noch gar nicht hier. Ich habe nur Band 4 hier. Das war einfach nur meine eigene Dummheit. Ich habe nämlich eine Rewrite-Bestellung gemacht vor 3, 4 Monaten, keine Ahnung, und dachte, dass der Band, den ich bestellt habe, Band 3 ist, aber es war der vierte. Das heißt, ich muss Band 3 jetzt auch noch kaufen, damit die Reihe halt auch komplett im Regal steht. Sonst dreht mein Monk langsam durch. Ari hält sich für ein ganz normales Scheidungskind. Sie lebt bei ihrer labilen Mutter, verabscheut ihren reichen Vater und jobbt neben der Schule, um sich ein Auto leisten zu können. Doch all ihre durchschnittlichen Sorgen rücken schlagartig in den Hintergrund, als übernatürliche Wesen versuchen, sie zu töten. Einer von ihnen ist Lucien, für den Ari als Tochter seines Erzfeindes ganz weit oben auf der Abschussliste steht. Als er jedoch erkennt, wie sehr er sich getäuscht hat, begeben sich die beiden auf die gefährliche Suche nach Antworten. Vor ihnen tut sich ein Abgrund aus Intrigen, Verrat und den Machtspielen einer verborgenen Gesellschaft auf, in der Ari ihren Platz finden und vor allem überleben muss. Ich hoffe wirklich inständig, dass wir da bald mal einen Termin finden, um das weiterzulesen. Ihr Lieben, das waren jetzt alle Bücher bzw. Buchreihen, die aktuell bei mir noch offen sind und die ich Stand heute beenden könnte, wenn ich nur in die Buchhandlung gehen würde und mir das letzte Buch oder das vorletzte Buch zukaufen. Ja, ich bin tatsächlich überrascht, dass es nur so wenige sind. Aber wie gesagt, es gibt ja noch Crescent City und es gibt noch die Blood and Ash-Reihe und es gibt noch Aurora. Das sind alles Reihen, bei denen es die Fortsetzung noch nicht gibt. Und natürlich habe ich auch noch erste Bände in meinem Regalchen, die aber noch auf dem Sub liegen. Das heißt, die Reihe habe ich noch nicht angefangen. Wie zum Beispiel das Lied der Krähen oder Goldene Flammen oder Cards of Love. Das sind alles so Dinge, die auch in den Bereich Fantasy gehören, aber ich noch nicht angefangen habe. Vielleicht mache ich mal noch ein Video, Buchreihen, die komplett ungelesen in meinem Regal stehen oder Buchreihen, die ich noch nicht angefangen habe zu lesen, obwohl bei einem im Regal steht. Das ist ein sehr langer Titel. Da werden wir uns mal noch was überlegen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und als kleiner Reminder,
Ich habe euch die Bücher wie immer in der Infobox verlinkt, also immer Band 1. Und wenn ihr die Bücher über meine Links kauft, kriege ich da eine kleine Provision dazu. Also wenn ihr mich unterstützen möchtet und ich euch Lust auf das Buch gemacht habe, dann kauft es doch gerne über den Link. Damit tut ihr mir einen Gefallen, für euch kostet es nicht mehr und ja, ich kann weiterhin meine Schreiberei etc. davon finanzieren. Gut, genug eigene Schleichwerbung gemacht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns. Tschüss!